Radio Nienburg Mittelfieser. Heute haben wir hohen Besuch bei uns auf Radio Mittelweser. Er ist zuständig für fast 8 Millionen Menschen hier in Niedersachsen und ist unser Ministerpräsident Stefan Weil, SPD. Hallo, herzlich willkommen. Moin, hallo. Es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Am 19. Februar 2013, da sind Sie ja zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden, haben eine CDU-FDP-Regierung gekippt mit Ihren Jungs und Damen im Hintergrund. Was hat sich seitdem verändert bei Ihnen auch vielleicht persönlich? Vorher waren Sie ja auch Bürgermeister in Hannover, da konnte man vielleicht nochmal nach Hildesheim fahren, ohne dass man erkannt wurde. Seitdem einiges, oder? Ja, das war der Beginn eines ganz neuen Kapitels in meinem Leben. Ich habe davor 16 Jahre lang im Hannoverschen Rathaus gearbeitet, als Kämmerer und als Oberbürgermeister. Ich war der erste Ministerpräsident, der vor der ersten Regierungserklärung noch nie im Landtag geredet hatte. Also ich war wirklich a new kid in the town. Und das war für alle Beteiligten sehr spannend, aber daraus ist eine sehr stabile Regierung geworden. Mein Leben hat sich komplett verändert. Das stimmt. Also unbekannt kann ich heute relativ selten irgendwo in Niedersachsen rumlaufen. Aber ich muss sagen, die Leute sind mit mir nach wie vor sehr nett und da macht die Arbeit einfach auch Spaß. Ihr seid über 4 Jahren im Amt. Was ist so Ihr Zwischenfazit aktuell nach diesen etwas über 4 Jahren? Was bleibt hängen? Niedersachsen bescheiden, würde ich sagen, unser Land ist gut unterwegs. Wären wir keine Niedersachsen, würde ich sagen, unser Land ist so stark wie noch nie zuvor. Wir Niedersachsen, wir neigen ja zur Bescheidenheit, aber wir haben zum Beispiel bei der Beschäftigung einen historischen Rekord. Es gab noch nie so viele Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Oder die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit 26 Jahren nicht mehr. Oder wir haben zum ersten Mal seit 70 Jahren, also seit es überhaupt das Land gibt, einen Haushalt ohne neue Schulden. Also seit letztem Jahr halten wir in Niedersachsen weit vor der Zeit die Schuldenbremse ein. Wäre vorher kaum denkbar gewesen. Wir haben viel getan, zum Beispiel im Bereich Bildung und so weiter und so weiter. Also es ist prallvoll gewesen, diese Zeit, aber ich habe den Eindruck, wir sind richtig gut unterwegs. Das letzte Stichwort, was Sie eben genannt haben, die Bildungspolitik, die würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Auch einiges mit dabei, Studiengebühren abgeschafft, zusätzliche Kraft in der Krippe. Noch mit dabei, Ganztagsschulen gestärkt, das ist einiges. Wie geht's weiter, wenn Sie auch vielleicht in der nächsten Legislaturperiode weiter im Amt sind? Gibt es da schon aktuelle Planung? Ja, das ist so the next big thing, nicht? Da haben die im Silicon Valley ja immer gefragt. Ja, ich habe tatsächlich ein ganz großes Projekt, das würde ich furchtbar gerne realisieren. Ich bin ja ein Sozialdemokrat und für Sozialdemokraten ist Bildung auch immer ein bisschen Sozialpolitik. Und vor allen Dingen haben wir immer gesagt, eigentlich darf Bildung nicht abhängig sein vom Geldbeutel der Eltern. Jetzt haben wir die Studiengebühren abgeschafft zu Beginn dieser Legislaturperiode. Und wenn die Wählerinnen und Wähler das wollen, dann werden wir zu Beginn der nächsten Legislaturperiode die Kita-Beiträge abschaffen. Dann können wir sagen, in Niedersachsen ist das Bildungssystem beitragsfrei. Und das wäre richtig ein großer Schritt nach vorne. Das wäre familienfreundlich, das wäre sozialgerecht und es würde, glaube ich, richtig gut sein für die Förderung von jungen Menschen. Das würde ich gerne erleben. Wenn man hier das Geld ausgibt, muss man es woanders einsparen. Gibt es da schon weitere Planungen? Ich sage ja, Niedersachsen ist gut unterwegs. Wir haben eine sehr leistungsfähige Wirtschaft und das hat man insbesondere auch bei den Steuereinnahmen gemerkt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das Geld jetzt nicht zum Fenster rauszuwerfen, sondern haben vor allen Dingen auch auf Haushaltsdisziplin geachtet. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt sagen können, der Haushalt ist saniert, das gibt uns auch neue Spielräume und die nutzen wir dann eben vor allen Dingen für Bildung, aber nicht nur. Wir haben zum Beispiel ein wirklich groß angelegtes Programm zur Sanierung von vielen, vielen Krankenhäusern überall im Land Niedersachsen. Also ich bin mir sehr bewusst, Niedersachsen ist ein Flächenland und deswegen konzentrieren wir auch in der Fläche unsere Anstrengungen. In der Fläche natürlich auch sehr ländlich geprägt, gerade hier bei uns im Landkreis Nienburg. Wie kann man den stärken? Ein Stichwort ist das Ehrenamt, was ich vielleicht mal einbringen wollen würde. Wie kann man das Ehrenamt weiterhin stärken? Eins vorab. Auch der Landkreis Nienburg ist viel stärker geworden als beispielsweise vor 10 Jahren. Das wissen die wenigsten, aber die Arbeitslosigkeit in Nienburg ist in diesen 10 Jahren um mehr als 40% zurückgegangen und jeder 5. Arbeitsplatz, den es im Landkreis gibt, der ist in dieser Zeit neu entstanden. Aber gleichzeitig gibt es auch Herausforderungen, zum Beispiel bei der Bevölkerungsentwicklung. Stichwort Ehrenamt ist ganz wichtig. Ich glaube, mit das, was Leute am meisten in einer Region hält, das ist eine Gemeinschaft. Das sind die Angebote, die andere Menschen machen, mit denen man zusammen eben vor Ort lebt. Und deswegen unterstützen wir wirklich sehr gerne das, was zum Beispiel in Vereinen, in den Kirchen stattfindet, aber auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Niedersachsen hat 100.000 freiwillige Feuerwehrleute und die machen ganz viel aus. Nicht nur was Brandschutz angeht, sondern auch was Gemeinschafts angeht bei uns im Land. Dann ein nächstes Stichwort, eigentlich im ländlichen Raum liegt ganz vielen auf der Seele, die Ärzteversorgung. Ein immer
stärker zunehmendes Problem. Zuletzt wurde auch schon von einer Landarztquote gesprochen, auch von der SPD-Landesregierung. Wie kann man hier in der nächsten Zeit vielleicht Schritte einleiten, um diesem Problem Herr zu werden? Das ist ein ganz eigenartiger Zustand. Wir hatten in Niedersachsen noch nie so viele Ärztinnen und Ärzte. Und dann sollte man meinen, dann dürfte es das Problem gar nicht geben. Aber die konzentrieren sich tatsächlich in vielen Fällen in den Ballungsräumen und im ländlichen Raum. Da merkt man, dass es nicht so ganz gut ist mit der medizinischen Versorgung. Leider, das betone ich ausdrücklich, hat das Land keinen eigenen Zugriff auf dieses Thema. Das ist Sache der kassenärztlichen Vereinigung, also der Selbstverwaltung. Aber unsere Sozialministerin Cornelia Rundt befindet sich in sehr intensiven Verhandlungen mit der kassenärztlichen Vereinigung. Ich hoffe, dass am Ende eine Vereinbarung rauskommt, die sehr konkret sagt, was getan werden wird, um Anreize zu setzen, um eben gerade Zwangsmaßnahmen zu verhindern. Aber das muss dann auch immer wieder nachgehalten und überprüft werden. Ich weiß ganz genau über Lebensqualität im ländlichen Raum, da muss ich dann nicht reden, wenn es mit der medizinischen Versorgung schon gar nicht stimmt. Und deswegen hat das für uns einen ausgesprochenen Schwerpunkt. Ich muss auch zum Arzt hinkommen oder zum Krankenhaus. Wenn ich jetzt gerade nicht ganz so mobil bin, brauche ich vor allem den ÖPNV, den öffentlichen Personalnahverkehr. Auch der ist immer nach wie vor ein Problem, vor allem im finanziellen Bereich. Wie kann man hier vielleicht unterstützend wirken, sodass auch der ÖPNV im ländlichen Raum gestärkt wird, verbessert wird? Also so wie unsere Bevölkerung insgesamt sich im Wandel befindet, gilt das auch für den ÖPNV. Der war bis vor kurzem und ist immer noch sehr stark durch den Gesichtspunkt der Schülerbeförderung geprägt. Dafür gibt es dann das Geld. Aber wir stellen fest, die Schülerjahrgänge, die werden weniger und andererseits werden die älteren Menschen mehr. Die haben nochmal ganz spezielle Mobilitätsbedürfnisse. Deswegen hat das Land manches verändert. Wir haben mehr Geld jetzt reingegeben, das System des öffentlichen Personennahverkehrs. Und wir geben es nicht mehr an einzelne Verkehrsunternehmen für einzelne Strecken, sondern wir geben es den Kommunen, damit sie die Schwerpunkte setzen können, die eben vor Ort die richtigen sind. Ich glaube, wir werden erleben, dass nach und nach nicht mehr, sagen wir mal, immer der alte Taktverkehr von A nach B vor allen Dingen dominant sein wird, sondern dass eher wir zu Ruftaxi-Modellen kommen werden. Und das Ziel muss sein, das muss im Grunde genommen sehr viel flexibler werden. Man könnte letztlich sagen, Taxiqualität, aber bitte schön zu ÖPNV-Preisen. Und das ist ein längerer Weg, aber auf den haben wir uns gemacht. Jetzt möchte ich auf diesem langen Weg, der natürlich noch ansteht, hoffentlich vielleicht auch aus Ihrer Sicht, nochmal kurz blicken am Ende dieses Interviews. Am 24. September sind natürlich die Bundestagswahlen. Am 14. Januar folgen dann genau 112 Tage später die Landtagswahlen hier in Niedersachsen. Wie weit beeinflusst das eine das andere? Ach, ehrlich gesagt, wie es in Niedersachsen ausschaut, da werden die Karten erst gelegt sein, unmittelbar nach der Bundestagswahl. Wenn wir nur über das Land Niedersachsen, nur über die Entwicklung unseres Landes reden, nur über die Landespolitik, dann bin ich allerdings wirklich froh gemut. Wir wissen aus Umfragen, dass nicht nur ich gute Laune habe, wenn ich an die Landesentwicklung denke, sondern das geht erfreulicherweise vielen Bürgerinnen und Bürgern auch so. Und wir können uns über Zuspruch und Resonanz wirklich nicht beklagen. Also, ich bin selbstbewusst, aber weil ich Niedersachse bin, neige ich nicht dazu abzuheben. Wir sind gleichzeitig auch selbstkritisch. Ich befinde mich jetzt ja schon in so einer Art Vorwahlkampf, deswegen tue ich ja ununterbrochen. Aber das ist eben nicht nur eine Anstrengung, das macht auch viel Spaß. Ich lerne permanent dazu und das ist vielleicht dann auch der richtige Weg, dann um am 14. Januar bestätigt zu werden. Ich arbeite dran. Vielleicht nur ganz kurz, Schulz-Effekt aktuell in aller Munde. Welche Erwartungen haben Sie an Martin Schulz? Den gibt es ganz deutlich. Also ehrlich gesagt, so zum Jahresanfang, da war die Stimmung in der SPD im Bund und auch in Niedersachsen so dolle nicht. Ist ja kein Wunder, wenn einem dann teilweise die Umfragen gerade mal 20% auf Bundesebene beigemessen haben. In Niedersachsen waren wir immer wesentlich besser unterwegs. Aber uns hilft natürlich sehr, dass mit Martin Schulz jetzt auch ein ganz neuer Schwung und Optimismus und auch Kampfgeist wieder in die SPD eingekehrt ist. Es ist klar geworden, die SPD will nicht nur Co-Pilot sein in einer großen Koalition, sondern selbst gestalten. Und so soll es sein. Deswegen freue ich mich. Also meine Parteifreundinnen und Parteifreunde sind gut unterwegs. Ich bin's auch. Dann für den Wahlkampf und alles, was jetzt kommt, wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Und vielen Dank, dass Sie heute hier waren bei uns bei Radio Mittelweser. Ministerpräsident Stefan Weihe. Vielen Dank. Danke und tschüss. Radio Nienburg Mittelweser. Wir sind von hier.